Allein auch die ganze Geschichte mit RA9. Ganz verrückt. Suche nach Lieutenant Anderson. Linie nicht überschreiten. Okay, hier dürfen wir schon mal hin. Sehr gut. Bevor wir mit dir sprechen, die sieht übrigens auch aus wie so ein Schauspieler, den man kennt. Finde ich auch wieder verrückt. Hier haben sehr, sehr viele Schauspieler wieder mitgemacht. Auch sehr viele Stimmen, die man kennt. Also Synchronstimmen. Sehr, sehr gut geworden, echt. Du hast sicher einen Schock. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Klar. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau. Sprechen wir mal mit ihm. Kann ich helfen? Ja. Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Naja, ja. Mehr oder minder. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Okay. Dann wollen wir jetzt mal am besten gucken, dass wir nicht an diesem Typen vorbeikommen, der uns ja nicht so geil fand beim letzten Mal. Mit dem würde ich jetzt ungern irgendwie Probleme kriegen. Po, der heißt Po. Po steht bestimmt für Police Officer. Aber egal, das stand Po. Haha, Po. Funny. Androiden-Polizist. Setzen aber auch schon auf Androiden, ne? Ich meine, wir sind ja auch nicht wirklich was anderes als Androiden-Polizist. Po, Po! Ich guck mich halt immer gerne hier überall so ein bisschen um. Hier ist Lieutenant Anderson's Platz. Sehr gut. So viel zum Umschauen. Entschuldigung, wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Warte auf Lieutenant Anderson. Wie wir da sitzen. Hi, Schatz. Alles okay? Hör zu. Natürlich will ich dich sehen. Baby, hör zu, ich kann jetzt nicht reden. Ich bin im Büro. Ja, okay. Ich dich nicht. Hundestaffel für Durchsuchung in Detroit Central Station benötigt. Ivanov sagt niet. Okay. Anhaltendes Feuergefecht. Anhören? 2038, Bobby. Knights of the Black Death. Okay. Er hätte auch einfach aufs Display gucken können, aber man hätte halt auch einfach, das analysieren können. Okay, hier gibt's eine Bagge. Halleluja. Wollen wir mal gucken. Was haben wir hier? Er trinkt Kaffee. Spuren von Koffein. Alter Kaffee, I. Ein Bonsai-Bäumchen. Oder auch ein Fächer-Ahorn genannt. Donuts! So kennt man das von Polizisten. Da steht viel Kalorien. Geil. Geil. Groß. We don't bleed the same color. Nutze dein Gehirn, nicht deinen Androiden. Anti-Androiden-Patrouillen. Macht klar, dass... macht klar? Freunde, was ist heute los mit mir? Macht Sinn, dass... dass er die ganzen Parolen hier hat, weil er ist ja eingeteilt für die Abweichler. Jimmy's Bar, Streichhölzer. Okay.
Detroit Police zerschlägt Red Ice Dealer Ring. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Gefällt mir. Detective Anderson zum Lieutenant befördert. Okay. Einen der talentiertesten Polizisten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Nicht schlecht. Rekordmenge Red Eyes in Detroit beschlagnahmt. Red Eyes. Red Eyes Sondereinheit. A good cop, real police. Homie 50, asshole, nice girl. Anmerkung finde ich sehr gut. Haare, Hundehaare von Bernardina. Wie kommen die da denn hin? Witzig. Witzig, spritzig. Was haben wir hier sonst noch so? Einen Hinweis müssten wir noch irgendwo haben. Eine Kappe. Basketballkappe. 90% Baumwolle, 10% Polyester. Gut. Hervorragender Polizist. Hey! Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Folge Hank und hör zu. Und untersuche das Büro. Dürfen wir überhaupt hier rein? War mir klar, dass wir nicht rein dürfen. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen. Und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeileutnant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein scheiß Roman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese scheiß Dinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Bruder. Okay. Okay. Lass dich mal kurz allein, ne? Junge, Junge, Junge. Oh, fuck. Sieh mal da. Unser Freund, der Plastikdetektiv, ist wieder da. Herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht. Sehr beeindruckend. Vorstellen. Hallo. Mein Name ist Connor. Wir hätten ihn noch ignorieren können. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? Das kann er selber sehen. RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Warum ist das Annehmen so angedingst? Tut mir leid.
Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh. Wäre Hank gestern nicht da gewesen, wärst du mit deinem Ungehorsam nicht durchgekommen. Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Selbst wenn es nur ein Android ist, warum guckt die andere blöde Schnepfe einfach so zu? Mehreren Quellen zufolge. Jetzt mal ernsthaft. Die Polizei von Detroit mit was ist Bullshit? Androiden ausgestattet. Öffentliche Meinung ist nach unten gegangen. Okay. Gut. Schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Übrigens, Tobi, ich denke, durch den Glaskasten kann man zwar durchschauen, aber nicht unbedingt durchhören. Und ich denke, wir können da nur durchhören, weil wir ein Android waren. Kann ich mir zumindest vorstellen. Kann auch sein, dass man durchhören kann. Man wird mich zerstören. Mitfühlend. Ach, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber ich kann nichts für dich tun. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Skulptur? Die Skulptur von dir. Erzähl mir mehr davon. Ich werde sterben. Weil ich glaube, er reagiert nicht. Shit. Öffnen die Zelle, schnell! Beeilung! Oh oh. Ich ruf Cyberlife an. Mach das sauber. Ich liebe übrigens die Geräusche, wenn man mit solchen Schuhen auf solchen Fliesen läuft. Oh, ich liebe das. Sehr, sehr gut. Moment. Es gibt noch... Nein. Es gibt eine Möglichkeit, mit ihm zu reden, die wir noch nicht kennen. Welche ist das? Das wüsste ich gerne. Weil die würde ich gerne dann auch... Hallo. Wie heißt der Typ überhaupt? Haben wir seinen Namen schon mal? Reed. Detective Reed. Reed passt zu dem. Typ ist Arschloch. Ich glaube, so schnell werden wir nichts von ihm finden. Gehen wir... pragmatisch an die Sache ran. Ich weiß, Sie mögen mich nicht. Aber wir werden zusammenarbeiten müssen. Also sollten wir uns arrangieren. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Ich glaube, das Wort Partner mag er richtig. Schreibtisch? Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Dann wollen wir uns mal kurz hier hinsetzen, was? So.
Ich glaube, wenn wir ihn jetzt zu seinem Hund befragen, das wird er gar nicht mal so mögen. Aber ey! Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Ah. Er heißt Sumo. Mhm. Musik. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Hank ist voll aus, ist what? Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Ich erinnere mich. Fuck. Dumme Frage. Gebe ich zu. Anti-Androiden. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja. Es gibt einen. Geil. Mit zwei Sachen haben wir jetzt gerade unser Vertrauen zu Hank gestärkt und mit zwei haben wir unser Vertrauen auch wieder gesenkt. Also sind wir wieder auf einem neutralen Nullpunkt. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Dann wollen wir anfangen. Der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs im Apartment. Der Androiden hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells angegriffen worden, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Coney Dogs arbeitet. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Damn. Das ist der Verkäufer? Am Anfang mit der Farbe. Hä? Was meinst du? Wo Markus die Farbe gekauft hat. Ach so, der Verkäufer. Stimmt. Stimmt. Das ist richtig. Das ist richtig. Die Klägerin behauptet, von dem Androiden angegriffen worden zu sein. Der Androiden hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Der Kläger, der Manager des Eden Club, berichtet vom unerklärten Verschwinden eines Sex-Androiden. So weit sind wir schon gekommen. Vernichtet. Leo. Manfred wurde bewusstlos im Haus seines Vaters Carl Manfred gefunden. Laut Aussage des Letzteren gab es eine Auseinandersetzung zwischen seinem Sohn und dem Hausandroiden. Der Android ist ein Prototyp und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Markus. Die Leiche des Opfers wurde von einem Freund gefunden, der das Opfer besuchen wollte. Er hat um 8.42 Uhr sofort den Notarzt gerufen, der eine Schussverletzung als Todesursache feststellt. Die Mordwaffe hat möglicherweise dem Opfer gehört. Sein Android wurde nicht am Tatort gefunden und ist der Hauptverdächtige. Kara. ...243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Verständnisvoll? Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Oh, sag doch nicht Sonnenwort. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay?
Wir brauchen echt die Forensik. Okay. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Kenne deinen Partner. Hank hat eine Spur. Hank könnte auch keine Spur haben. Also Hank wird so oder so sauer. Sehr gut. Sehr gut. Carlos Android zerstört sich selbst. Ja. Wäre nicht passiert, wenn wir nicht mit ihm geredet hätten, wahrscheinlich. Bin ich mir ziemlich sicher. Öffentliche Meinung skeptisch, Hank warm. Hank ist mal wieder warm, Freunde. Unfassbar interessant, den Kontrast zwischen Yannicks Entscheidung und dem von anderen zu sehen. Mega. Rico, auf jeden Fall. Ich finde es auch auf jeden Fall sehr verrückt, wie schwierig die Entscheidungen doch hier sind. Und wie schwierig ich mich selber binden kann an verschiedenen Entscheidungen. Ich finde manche Entscheidungen davon so unfassbar schwierig, dass ich keine auswählen will. Und bei jeder habe ich Angst, dass es komplett scheiße ist. Ist verrückt. Ist sehr verrückt. Liegt aber auch daran, weil du halt am Ende siehst, was alles noch hätte passieren können. Und das macht dich einfach, mich persönlich macht es noch verrückter. Ist krass. Sehr, sehr krass. Oh, hi. Du hast das Ende des Videos erreicht. Wenn du jetzt noch mehr von mir sehen willst, kannst du sehr gerne hier vorbeischauen. Oder den Kanal abonnieren. Oder du schaust hier bei Twitter vorbei. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder.